So, liebe Mathematikversteherinnen und Versteher, einige von euch sind tatsächlich in den 4 Wochen mit den 160 Aufgaben durchgekommen. Das hätte ich nicht gedacht. Wenn man die Arbeitsleistung von 5 ECTS-Kreditpunkten mal ausbuchstabiert, wie in diesem Kurs, dann ist das tatsächlich ein Vollzeitjob für einen Monat. Aber keine Panik für alle anderen. Bis zum Klausurtermin am 21. September 2016 ist noch ein bisschen Zeit. Die Anmeldung werden wir wohl am 7. September schließen, um planen zu können. Den Kurs lassen wir über September hinaus offen. Ich werde weiterhin das Diskussionsforum im Auge behalten, wenn auch nicht mehr stündlich. In wenigen Wochen beginnt an den Hochschulen die Zeit der Brückenkurse. Alternativ dazu werden viele zu diesem MOOC greifen, weil sie noch arbeiten oder nicht am Hochschulort wohnen. Wir rechnen deshalb weiterhin mit Betrieb in diesem Kurs. Wer den Kurs beendet hat, kann sich mit meinen Videos zum zweiten Teil der Ingenieurmathematik beschäftigen, Vektoren und Matrizen, Differentialgleichungen, Fourier- und Laplace-Transformation, Ableitung und Integral in mehreren Dimensionen. Und danach vielleicht mit der speziellen und der allgemeinen Relativitätstheorie. So schwierig ist es gar nicht, die grundlegenden mathematischen Modelle für das Universum zu verstehen. Wer handfeste Anwendungen der Mathematik sehen will, für die oder den habe ich viel zur Programmierung in den Sprachen C, C-Sharp und Python. Und vor allem ab dem 5. September 2016 einen Kurs zur Windenergietechnik hier auf Moin. Ich hoffe, wir sehen uns hier oder da. Am besten hier und da.